Ich sage auch schon mal Dankeschön euch alle. Ich hatte einen tollen Tag hier in der Volksbühne und einen wieder wundervollen netzpolitischen Konferenztag. Und freue mich sehr darauf, euch nächstes Jahr wieder zu sehen. Und übergebe jetzt für das Grand Finale an den fantastischen Chapeau Club. Applaus bitte. Ich muss jetzt rennen. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich kann Ihnen sagen, ich bin aus zweierlei Gründen ein wenig aufgeregt. Zum einen hier vor diesem Fachpublikum zu sprechen und zum anderen nach 12 Jahren hier zurück endlich auf der Volksbühne zu sein. Mein Name ist Frau Dr. Brunke-Ziller, Chefdramaturgin des Chapeau Clubs. Wir haben heute das digitale TZ mit Herrn Dr. Politox, Akademiker. Guten Tag, guten Tag. Sehr erfreut. Ausnahme Akademiker, bitte, danke. Und die bärtige Lady. Ich möchte kurz zu Beginn sagen, wie das Programm aussehen wird. Zuerst werden wir einen Talk halten, dann, ich wurde kurz vorher angerufen und es wurde gefragt, ob ich ein kleines Tutorial halten kann, wie Sie gerade schon gemerkt haben, die Technik, aber es wird sozusagen ein Tutorial geben und dann eine Blockchain. Herr Dr. Politox. Der Cyberspace geht in beide Richtungen. Welche Richtung würden Sie nehmen? Frau Dr. Brunke-Ziller, vielen Dank für diese Frage. Mit dieser Frage habe ich mich schon selber sehr lange beschäftigt. Allein schon damals, als ich mein Stipendium mit 12 hatte, also mein zweites Stipendium, ich bin ja Ausnahmeakademiker, und da fragte ich mich auch, welche Richtung von Cyber will ich jetzt einschlagen? Und ich habe lange gebraucht, mich zu entscheiden, und es war links. Das ist wirklich, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich freue mich wirklich, hier am Fireside Chat gemeinsam zu sitzen. Von daher, ich frage ganz unverblümt, bärtige Lady, für Sie der Cyber, welche Bedeutung hat er in Ihrem Leben? Also, was ist sozusagen, wenn wir Herr Dr. Politox ja soeben meinte, Akademiker. Bla 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 bla. Robi-Roboter ist so allein. Robi will nie mehr so einsam sein. Er sucht eine Roboterbraut mit silbergrauem Bart, um sie zu küssen und berühren und an ihr rumzuschrauben. Robi-Roboter. Sag mal, willst du mich verarschen? An ihr rumzuschrauben? Sag mal, wie siehst du denn aus? Dein Mikrofon ist voll kacke. Ta! Was soll das? Sag mal, wie siehst du eigentlich aus mit deinem komischen Bart? Und wer bist du? Einen großartigen Applaus für die bärtige Lady.
Danke. Und du, troll dich mal, troll dich. Also ich reise jetzt ab, solches Verhältnis bin ich nicht gewöhnt, ich reise ab. Nein, bitte nicht. Bärtige Lady, ich habe noch eine Frage an Sie. Kommen Sie noch bitte zurück. Hier. Gut, danke schön. Ein Applaus für die bärtige Lady. Hier. Im digitalen TRZ. Sie sang gerade von Robotern. Roboter sind ja in einer gewissen Weise auch digital. Wie würden Sie sagen, ist in Ihrem Alltag der Roboter verortet? Ich verstehe die Frage nicht. Also sozusagen, haben Sie Roboter? Nein. Das ist lustig. Vor noch ein paar wenigen Wochen hatte ich die gleiche Antwort gegeben und daraufhin, ich darf es einmal fragen, haben Sie einen Kühlschrank? Nein. Oh, ja, ich habe einen Kühlschrank und daraufhin wurde mir bewusst, wie viele Roboter ich doch in meinem Alltag sozusagen allgegenwärtig habe. Herr Dr. Politox, Roboter, das ist Ihnen doch bestimmt ein weitreichender Begriff. Frau Dr. Brunke-Ziller, vielen Dank für diese Frage. Ich habe mich schon sehr früh, also vor meinem zweiten Stipendium bereits mit Robotern auseinandergesetzt. Ich habe im Kindergarten schon diese Staubroboter entwickelt, Staubsaugerroboter, Entschuldigung, aber das hat alles ein bisschen gedauert, bis das auf den Markt gekommen ist, die kennt ihr vielleicht, aber also mein Hauptteil der Arbeit der letzten zwei Wochen ging eigentlich auf die Erfindung einer KI, die ich jetzt hier mal präsentieren will. Meine Damen und Herren, einen Applaus bitte für die beste KI der Welt, sie ist so schlau, sie ist sogar schlauer als ich. Ist sie schlau, sie ist so schön, sie ist so schlau. Sag doch mal was. Alles weiß ich, nichts sag ich, nur dies eine geb ich preis. Datensynthetik, der Cyberspace funktioniert in beide Richtungen. Data Synthetics, Cyberspace works in both directions, only this I give away. Das ist so sexy. Das wusste ich schon. KI, darf ich dir eine Frage stellen? Please go ahead. KI, fass meinen Bart an. Analysiere Bart. Wow. MC Blockchain, meine Damen und Herren, einen großen Applaus. Yo, Freunde, was geht hier? Lambo, Baby, wir gehen ab in der Rock. Ein Überraschungsgast. Nehmen Sie doch einen Moment Platz. MC Blockchain, schön, Sie hier begrüßen zu dürfen. Im digitalen Mann, das ist so geil hier, ihr seid alle so gut drauf. Juhu. Und warum? Chains. Was ist? MC Blockchain. Ihr Name. Ja, ich kann mich schlecht konzentrieren. MC Blockchain. 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 In meinem Namen, Frau Dr. Brunke-Ziller, ist dort ein Bindestrich. Ist in Ihrem Namen MC Blockchain ein... Locke aus. Ist ein Bindestrich, also würde man sozusagen in der originalen Schreibweise einen Bindestrich zwischen MC. Vergiss die Bindestriche. Wir müssen ganz werden. Wir müssen groß und länger werden. Ich habe schon einiges von Ihnen gelesen. Wenn Sie jetzt MC. Einen Moment. Ich. Suchen die Blockchain. We will rock you. Rauschen.
Ja, ich freue mich, also es ist mir jetzt etwas unangenehm, hier vor diesem Fachpublikum ein Tutorial zu halten. Ich schau mal eben, ach, das sieht ja ganz oh Gott, entschuldigen Sie. Also, wie ich schon sagte, Tutorial wird Ihnen präsentiert von Hackback. Lecker, frisch durch, Erfrischung am Arbeitsplatz. Einfach mal das Hackback ausgepackt. Schmeckt das lecker. Lecker Hackback von Ihrem BSI. Einfachheit, Komplexität, Simplicity, Complexity. Das ist meine KI. Ist der nicht schlau? Ah, jetzt seid mal alle leise. Mir ist das alles viel zu viel. Ich gehe jetzt mal ins Publikum. Die Leute können meinen Bart anfassen. Kostet aber ein Geld für euch in Krypto. Ja, meine Damen und Herren, ist toller Bart. Die Technik ist ja. Hier im digitalen TZ, ich freue mich wirklich sehr, dass ich ein kleines Paint-Tutorial halten kann. Im Theater bin ich auch immer wieder dafür zuständig, dass. Das Liporello vorzubereiten und Sie kennen das bestimmt, das Problem bei Schriften in Paint ist, dass wenn einmal die Schrift gesetzt ist, es nicht mehr möglich ist, diese aufzulösen. Ich kann Ihnen aber sagen, ganz einfach, man schneidet sozusagen den Bereich aus, den man ändern möchte und fügt dann dort ganz einfach sozusagen die aktuelle Ziffer dazu. Anders ist es natürlich auch sehr simpel, wenn wir ganz sozusagen Bilder einfügen. Das Bilder einfügen ist ja so immer eine Sache. Wir merken jetzt, also im digitalen Zeitalter ist es ja auch möglich, wirklich das echte Bild mit in diese dieses Liporello mit reinzufügen. Ja! Ich wette, du kannst das Bild nicht drehen. Ja, das ist wirklich eine grandiose Frage. Vor diesem Problem stand ich auch. Paint bietet uns nicht die Möglichkeit, freihändig zu drehen. Es ist sozusagen möglich, in einem 90- oder 180-Grad-Bild zu drehen, aber dafür habe ich eine Lösung gefunden. Wir ziehen dafür ganz einfach das Programm Word hinzu. Das ist nämlich genau, das wird uns sozusagen, wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Logo gerne drehen möchten, kopieren wir es einfach raus. Cyborgische Intelligenz in den Künsten. Fügen das ein. Und Cyborgische Intelligence in the Arts. Wie Sie hier sehen, können wir jetzt hier ganz einfach das Logo in unserer richtigen Weise drehen. Und das Schöne ist, meine Damen und Herren, wo ich wirklich überrascht war, diese sozusagen, die Digitalität ist hier, dass das Logo auch dann wirklich so eingefügt wird und in dieser Weise, wie ich das mit Word gedreht habe. Und ganz einfach kann ich sozusagen den Umrandung, also wir haben ja diese Pipette, das kennen Sie ja bestimmt, und somit können wir den Farbton einfach sozusagen herstellen und schon haben wir auch das Programmheft, wie wir das gerne haben möchten. Ich suche so lange nach einer neuen Aufgabe. Ich bin letztes Jahr aus der Bot-Armee desertiert von einer anderen Macht. Wir hatten schlechte Publicity und es war, niemand mochte uns. Ich konnte das nicht mehr. Ich brauche was Neues, aber ich habe begriffen, dass ich ein Paintbot werden könnte. Mit diesen Tricks bin ich einfach schon sehr viel weiter. Ich glaube, das ist tatsächlich der Schlüssel zu meinem neuen Leben. Keynote Speaker. Das ist auch mein Stichwort. Also, ich bin ja hier, komme gerade aus dem Crypto War. Ich bin ja hier der Crypto Warrior. Und mit den ganzen Schlüsseln hier, das ist ja hier die Keynote, genau. Und dann muss man hier mit den Crypto War hier, ne? Crypto War und so. Und da muss man mal gegen hier und alles verschlüsseln. Und deswegen gehe ich jetzt ins Publikum und verschlüssel jetzt erstmal hier ein bisschen, ja. Genau. So, ich komme jetzt zu euch. Schlagwort.
Get your asses up. Get up your asses. Wow, toll. Einen Applaus für die erste menschliche Blockchain. Applaus, ihr wart dabei. Herr Dr. Politox, nun ist mir noch eine Frage eingefallen. Ja, ich bin schon ganz gespannt. Wir haben hier noch einen Moment hier im... Oh, das Ding ist am... an der Digitalität, hier beim Fireside-Chat. Mir fiel gerade die Frage ein, wir sprachen vorhin über Alltag und Alltagsgegenstände, der Filter. Der Filter ist sozusagen ja ein Wort, das mir in der letzten Zeit, ich musste mich natürlich auch hier auf diese großartige Diskussion vorbereiten und merkte, dass dieser Begriff Filter eine enorme, ja, wie man so sagt, Viralität erhalten hat. Filter ist fast wie ein Teekesselchen, ist mir dabei aufgefallen. Und es ist ja immer so die Frage, als Assoziation, wenn man sozusagen schnell sagt, Filter, was fällt Ihnen dazu ein? Teekesselchen. Ach, das ist, ich weiß, jetzt habe ich sozusagen in dem vorgegriffen. Sie haben aber mich manipuliert, Frau, ja. Dr. Brunke-Zieler. Das war, ich habe es kommen sehen, aber ich habe es durchschaut. Ja. Als Ausnahmeakademiker tut man sowas, ja. Ja, Filter. Danke, Frau Dr. Brunke-Zieler, für diese hervorragende Frage. Was bedeuten Filter für mich? Filter haben für mich bisher nicht so viel bedeutet, bis letzte Woche die EU mich angerufen hat. Mhm. Und mich als Ausnahmeakademiker und Experten für Cyber darum gebeten haben, ein paar Upload-Filter zu entwickeln. Und da war natürlich mein erster Gedanke, Filter, ich kenne Filter, Kaffeefilter, runter, Tropfen, Drop-Down, ja, Bottom-Down. Bottom-Up, Top-Down. Bottom-Up, Top-Down, ja. Und da ist mir dann eingefallen, nein, Moment, es gibt ja auch die Espresso-Kanne, ja? Ja. Und die funktioniert ja mit Druck von unten. Und durch diesen Druck Top-Down haben wir nicht mehr Down, sondern ab. Aha. Ja. Danke. Einen großartigen Applaus. Ja, meine Damen und Herren, gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Ja, will noch jemand meinen Bart anfassen? Cyber.